heiße Ludwig Eichinger, bin Professor für deutsche Sprachwissenschaft und der Direktor des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Mein Name ist Gerald Hubmann, ich leite die Edition der Marx-Engels-Gesamtausgabe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Kathi Ernstberger, ich bin die Executive Editor der Encyclopedia of Jewish-Christian Relations. Mein Name ist Anne Oesterschulte, Professorin für Philosophiegeschichte an der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Glenn Most, ich bin Professor für griechische Philologie an der Scuola Normale Superiore in Pisa. Das ist Juni Hoppe, ich bin Editorial Assistant bei der Encyclopedia for Jewish-Christian Relations. Mein Name ist Frank Mielo und ich bin vom Bankenverband in Berlin. Das ist Günter Thiele, ich bin tätig bei einer Ali-Salomon-Hochschule für Soziales hier in Berlin. Das war in meinem Studium der Ökonomie an der Uni Hannover. Da war das eben im Zusammenhang mit Arbeitsökonomie. Na, das weiß ich noch ganz genau, natürlich. Also ich würde mal sagen, so im Alter von 18 Jahren im Kontext meiner Auseinandersetzung mit Studien zur kritischen Theorie. Also ich bin zum ersten Mal mit Marx in Kontakt gekommen, mit seinen Texten, ungefähr als ich 10 Jahre alt war. Ich bin in Amerika groß geworden, in New Jersey, und habe Amerika gehasst. Und das Einzige, was alle Amerikaner gesagt haben, war, dass Karl Marx der Teufel war. In der Schule, auf dem Gymnasium, in meinem Leistungskurs Deutsch, also relativ spät erst in der Oberstufe. Das war meine Kindheit, also war ich vielleicht 10, 11, 12 Jahre alt. Da habe ich Marx kennengelernt und gelesen.